Und da sind wir auch wieder mit Lukas Lava. Geht's hier los? 139,7 Punkte, also knapp 140 Punkte hätte man hier erreichen müssen, um den zweiten Durchgang zu erreichen. Und der war gleich gut. Der war gleich gut. Ein richtig guter Flug. Nicht so gute Haltung, aber der Flug war gut. Wolfgang Leutzel, wie weit muss er? Wir haben ja wieder keine Lilien. Nee, Linien. Nein, das wird nicht reichen. Da kann er keine Steigerung aufweisen. Er muss jetzt hier 145,3 Punkte machen. Michael Neumeier, um hier noch Plätze gut zu machen oder hier jetzt halt die derzeitige Führung zu übernehmen. Die Haltung war gut, aber ich glaube, er kann daraus nicht diese ganzen 145,9 Punkte oder was er springen musste rausziehen. Und auch der ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Macht er jetzt hier was? Sehr aggressiv. Aber der steigt nochmal auf. Das ist die Führung. Das ist die Führung. Guter Flug. Jetzt Richard Freitag. Richard Freitag. Auch hat sich ziemlich gut im Gesamtweltcup hochgezogen. Aber jetzt wird er hier ein bisschen zurückfallen. Weil der Flug war nicht gut. So, Gregor de Schwanden. Ziemlich weit hinten im Gesamtweltcup. Und das wird ihm auch hier nicht weiterhelfen. Da wird er jetzt sogar vermutlich ganz nach hinten zurückfallen. Oder nicht ganz, doch. So bedauerlich, wie das ist. Es ist so. Anders Jakobsen kann sich nie richtig absetzen vom Mittelfeld. Anders Jakobsen legt er jetzt hier im zweiten Durchgang einen guten Flug hin. Der war gut, aber doch, die Führung ist es. Exequo. Exequo mit Peter Priots. Roberto della Sega. Das war der schlechteste Italiener. Na, wenn die in echt so gut wären, dann. Da fällt er jetzt aber zurück. Da ist er zwar noch auf Platz 5, aber da fällt er ein bisschen zurück. Daiki Ito. Nicht ganz so stark, wie wir es in Erinnerung hatten von den letzten Wettkämpfen, aber der schaut wieder ein bisschen besser aus, der Flug. Da bleibt er hier vorn. Führung wird wahrscheinlich nicht ganz sein. Nein. So, und jetzt Noriaki Kasai. Wieder ein Japaner. Ich glaube, Taku Takeuchi war hier der Beste. Noriaki Kasai. Ja, Führung. Ja. Ja, da war er auch ziemlich gut. Gregor Schlierenzauer jetzt. Auch der Flug war. War eigentlich gut, aber da hat er anscheinend viel durch die Haltung verloren. Und jetzt verliert er auch viel durch eine Kombination aus Haltung und Weite. Andreas Wank. Na. Na, obwohl 130, so sollten es gewesen sein. Zweiter Platz. Da hat er noch ziemlich viel aus dem Flug gemacht. So, Alexei Romaschow. Alexei Romaschow. Führung? Vielleicht, ja. 290,1 Punkt. User Flug. Simon Ammann. Simon Ammann. Na, ja, jetzt rutscht er hier auch durch. Da fällt er auch zurück. Wille Larinto jetzt. Na, da sind aber die Punktabstände nur ganz klein. 144,1, 144,5. Und der. Na, da hat er eine falsche Flughaltung gehabt. Das hat ihm jetzt. Wie viel ist er jetzt? Sechster. Das hat ihm jetzt Haltung und Weite gekostet. Und jetzt kam ich doch. Hat er ein bisschen Pech gehabt mit den weiten Punkten, da er da 130,98 gehabt hat. Und jetzt hat er wieder ziemlich viel Pech, aber er ist auf Platz 2. Damit kann er zufrieden sein. Und auch der Flug war gut von Severin Freund. Ja. Ja, nee, Führung, da muss er jetzt. Ja, Exequo. Exequo mit Alexei Romaschow. Da ist aber schon mal gut dabei. Jetzt David Kubacki. Das wird wahrscheinlich nach diesem Springen. Na, wenn er, nee, da kriegt er. Nee, das wird nicht reichen. So, und jetzt der im Gesamtweltcup führende. Da hat er ganz viel Pech bei der weiten Vergebung. Ein Zentimeter mehr und er hätte gleich den Ding gekriegt. Aber der ist wieder. Oh, war der gewaltig. 133 Meter. Aber naja, gut. Hat er nur 2 Punkte mehr gekriegt? Naja, gut.
Lauri-Asikainen. Lauri-Asikainen um ihn und um Thomas Morgenstern geht's in der Gesamtwelt. Wer? Well, oh! Da, die Weite hätte er gehabt. Nee, obwohl. Wieso hat er nur so wenig Pulkrieg? Da war ja zwei mit. Naja, gut. Die Weite hätte er gehabt. Der Lauri-Asikainen. Aber jetzt fällt er natürlich weiter zurück von Thomas Morgenstern. Davide Bresadola. Was zeigt er hier? Was zeigt er hier? Führung müsste es sein. Weil er hat tatsächlich dann nur... Oh, 0,1 Punkt. Da habe ich zwar richtig geschätzt, aber das war, glaube ich, mehr Raten. So, Sebastian Coloredo jetzt. Gleich der nächste Italiener und der springt jetzt nicht so gut. Da ist er durchgerutscht. So, Dennis Kornilov und der kann jetzt ja auch Punkte auf Kriegerschlieren zwar gut machen, wenn er hier jetzt einen guten Flug hinlegt. Aber der Absprung sah nicht wirklich besonders aus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da wird wieder Thomas Morgenstern vermutlich wieder nur kaum Punkte verlieren. Piotr Jure. Sehr aggressiv dann nach dem Absprung. Nein, das wird auch nicht zur Führung reichen. Dritter Platz. Na gut, Andrea Morassi. Ziemlich weit vorne in der Gesamtwertung. Ja, da springt er ziemlich wuchtig raus. Führung. Nein, 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 nein. Jakub Janda. Auch der ziemlich weit vorne. Kann er jetzt hier einen ähnlich guten Flug wie im ersten Durchgang hinlegen? Nein, er war zwar gut, der Flug, aber keiner schafft es hier, Thomas Morgenstern zu überbieten. Der macht... Ah, das ist unglaublich. Der bahnt sich hier Schritte zum Gesamtweltcup. Das ist unglaublich. Der... Na gut. Matthias Pungata auch. Der war ziemlich weit vorne. Um den könnt ihr auch nochmal handeln. Wenn er hier jetzt viele Punkte kriegt, den Lahti, aber... Ah, da macht er noch viel draus. Aber das wird 8. Platz. Na, und jetzt... Ich glaube, wir waren Erster. Robert Kraugott, der ist ja ganz weit hinten im Gesamtweltcup. Also... Nein. Der wird auch nicht weit gehen, obwohl er hier jetzt ziemlich viel Speed hatte. Da hätte er nicht so aggressiv sein dürfen. Und jetzt der absolut Erste. Der absolut Erste. Wie weit muss er gehen? Jetzt haben wir es ja nicht gesehen. Aber ich glaube nicht so weit. 130 Meter dürften ihm reichen. Fährt er den Sieg jetzt nach Hause? Ja, auf. Oh, der war ja gewaltig. Der war ja gewaltig. Und dann gleich um 6 Punkte getoppt. Ah, das ist ja gewaltig. Und Thomas Morgenstern ist einfach nicht aufzuhalten. Er marschiert hier seinen Weg zum finalen, es sind, oh, es ist jetzt gerade runtergefallen. Ja, es sind zwar noch 8 Chancen, da kann zwar noch viel passieren, aber irgendwie, man kommt an ihn nicht dran. Es kommen immer nur so, wir waren jetzt vor ihm, Robert Kranjitz, na 100 Punkte hat er jetzt wahrscheinlich, oder ein bisschen mehr, Robert Kranjitz, hat er da ein paar Punkte gekriegt. Er ist jetzt auf dem 7. Platz, der hat ihn überholt und, was noch? Andrea Morassi, glaube ich. Aber keiner scheint an ihn ranzukommen. Hat zwar nur 1 gewonnen, dafür war 2 Podestplätze und einen. Und Peter Priozza konnte jetzt hier nicht so viele Punkte gut machen, aber ist immer noch in einer guten Angriffsplatzierung. Also von hier bis hier, sagen wir mal so, von hier bis hier ist eigentlich, das ist ein Spiel nur. Eine ganze Runde nur. Naja, Thomas Morgenstern scheint hier, wenn er so weitermacht, bereits einen klaren Sieger zu zeigen. Und zwar sich selbst. Es könnte auch nochmal spannend werden. 8 Chancen. Was kommt denn da noch auf uns zu? Da kommt noch Sakopane, die Kleine. Sakopane, die Große. Sapporo. Dann, was kommt noch? Kusamo kommt noch auf uns zu. Dann, was kann noch? Kuipio. Und... Jetzt haben wir, glaube ich, 5. Naja, ich weiß nicht. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Deluxe Jump 4 Sommer Grand Prix. Bis dahin. Tschüss.